Ein Verfassungsschutzpräsident im Fokus. Seine Behörde soll Menschen ausfindig machen, die eine Gefahr für die Demokratie sind. Doch genau diese Eignung für das Amt wird Hans-Georg Maaßen inzwischen abgesprochen. Herr Maaßen ist die falsche Besetzung für das Bundesamt für Verfassungsschutz und ist nicht mehr haltbar. Und darüber hinaus muss man einen kompletten Neustart des Bundesamtes angehen. Oberster Dienstherr von Maaßen ist Bundesinnenminister Seehofer. Der hatte seinen Spitzenbeamten aufgefordert, bis heute eine Erklärung zu den umstrittenen Chemnitz-Äußerungen abzugeben. Der Bericht liegt Ministerium und Kanzleramt vor, doch über den Inhalt ist noch nichts bekannt. Seehofer selbst will ihn noch gar nicht gelesen haben. Er gibt sich heute schmallippig. Er wird schon seine Gründe haben, warum er zu diesen Zweifeln kam. Und das wird ja Gegenstand des Berichtes sein. Taktiert Seehofer, um Maaßen zu halten oder geschickt die politische Gemengelage abzuwarten? Am Mittwoch soll der Verfassungsschutzpräsident vor dem Kontrollgremium des Bundestages und dem Innenausschuss gehört werden. Auch die SPD fordert Belege. Die SPD erwartet weiterhin, dass er seine Beweggründe nennt, warum er der Bundeskanzlerin öffentlich widerspricht. Sollte er dazu nicht in der Lage sein, ist er in seinem Amt nicht länger tragbar. Maaßen hatte bezweifelt, dass es in Chemnitz Hetzjagden auf Ausländer gegeben habe und so per Zeitungsinterview Aussagen von Kanzlerin und Regierungssprecher in Frage gestellt. Ein entsprechendes Video nannte Maaßen nicht authentisch. In Berlin wartet man nun gespannt auf die Antworten des Verfassungsschutzpräsidenten. Die FDP sieht auch die Kanzlerin in der Pflicht. Die Bundeskanzlerin ist diese Woche aufgefordert, etwas zum Fall Seehofer und Maaßen zu sagen. Dass die Kanzlerin, der Innenminister, der Präsident des Bundesamtes für den Verfassungsschutz und der Regierungssprecher sich öffentlich widersprechen und streiten, ist nicht Ausdruck von professionellem Regierungshandeln. Seehofer hatte seinem Inlandsgeheimdienstchef gestern noch das uneingeschränkte Vertrauen ausgesprochen. Doch die Halbwertszeit solcher politischen Rückendeckungen kann erfahrungsgemäß ziemlich kurz sein. Ja, uns interessiert natürlich auch die Sache selbst, die Sache mit dem Video und der Fälschung. Wir brauchen Philipp Menn in Berlin. Philipp, man fühlt sich langsam, ehrlich gesagt, ein bisschen veräppelt. Maaßen soll sich erklären, macht das auch, aber wir erfahren nicht, was er sagt. Wie sieht das die Hauptstadt? Na, hier ist zunächst mal abwarten angesagt. Veräppelt von Horst Seehofer fühlt sich hier zunächst mal keiner, denn ich denke, dass der Innenminister sich zunächst selber mal ein Bild machen will. Er taktiert, er wartet ab bis Mittwoch. Das passt ihm sicherlich auch ganz gut, dass dann die entsprechenden Bundestagsgremien hier zusammentreten, der Innenausschuss und das parlamentarische Kontrollgremium. Da wird sich Hans-Georg Maaßen, der Verfassungsschutzpräsident, dann äußern müssen und Abgeordnete mögen es sehr gerne, wenn sie entsprechende Berichte nicht in der Zeitung lesen, sondern wenn sie vom Innenministerium eben persönlich selbst informiert werden, bevor das die Öffentlichkeit erfährt. Insofern für Horst Seehofer sicherlich eine gute Gelegenheit, noch 2 Tage zu warten, bis er sich entscheidet, wie er dann weiter vorgeht. Er hat sich bisher zumindest alle Optionen offen gehalten. Ja, bleibt dann eben die Frage, kann dieser meinungsfreudige Verfassungsschutzpräsident bleiben oder braucht das Amt in Köln einen neuen Chef? Also die Luft wird für Hans-Georg Maaßen auf jeden Fall dünner. Die einzige Partei, die heute sich noch offen unterstützend gezeigt hat, war die AfD. Und das ist ja schon bezeichnend für den Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Die anderen sind doch sehr auf Distanz gegangen. Also es ist schon ein ziemlich ungewöhnlicher Vorgang, dass sich ein so hoher Beamter offen gegen den eigenen Dienst herstellt. Eigentlich sind Beamte zur Zurückhaltung verpflichtet. Das hat er nicht gemacht und er hat dazu auch keine Belege für seine Behauptungen geliefert. Er hat sich also offen gegen die Bundeskanzlerin gestellt. Zudem gibt es hier Zweifel daran, wie Herr Maaßen überhaupt zu Rechtsextremen, zu AfD steht. Und das ist für einen Verfassungsschutzpräsidenten, wir müssen darüber nachdenken, dass der Verfassungsschutz ja bei der NSU-Mordserie auch eine sehr zweifelhafte Rolle gespielt hat, schon ein Problem, sehen zumindest viele Abgeordnete hier in Berlin so. Das macht nachdenklich. Ja, vielen Dank, Philipp Menn nach Berlin.